Im Zusammenleben mit ihren Menschen lernen unsere Katzen auch immer besser, uns zu verstehen und tolerieren nicht selten mit der Zeit Verhaltensweisen, die noch zu Beginn vollkommen inakzeptabel waren. Etwa, wenn sie hochgehoben oder umarmt wird. Aber nicht an alles gewöhnen sich unsere Miezen. Es gibt Dinge, mit denen kommen sie auch nach Jahren des Zusammenlebens nie so richtig klar und werden sie deshalb niemals tolerieren. Nummer 1. Ständiger Lärm. Katzen haben deutlich bessere Ohren als wir Menschen. Demnach hören sie auch das noch so leiseste Geräusch. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Krach und Lärm ihnen absolut verhasst sind. Was sie schon vor der Tür nervig finden, möchten sie auf gar keinen Fall in den eigenen vier Wänden haben. Bist du notorischer Verursacher von Lärm, wird deine Katze dir über kurz oder lang den sinnbildlichen Krieg erklären. Für uns äußert sich das dann als Verhaltensauffälligkeiten. Diese können von Rückzug über Stresspieseln bis hin zu Formen von Aggression reichen. Übrigens reicht es in manchen Fällen sogar schon aus, wenn du laut redest. Hier können zudem negative Emotionen erkannt werden, beispielsweise in einem Streit. Haben die Zweibeiner in den vier Wänden Zoff, tritt die Katze häufig schnellstmöglich die Flucht an und verzieht sich in einen anderen Raum. Abgesehen davon gibt es aber auch Katzen, die Lärm tatsächlich gar nicht stresst. Kürzlich hatten wir sogar in den Kommentaren unter einem unserer Videos gelesen, dass die Katze eines Zuschauers beim Heavy Metal hören direkt vor der Box sitzt. Sicher nicht zu empfehlen für das Gehör des Stubentigers, aber offensichtlich gibt es Ausnahmen, was die Lärmempfindlichkeit angeht. Nummer 2. Fremde Menschen. Katzen lieben ihre Routinen und ihre Menschen. Beide Faktoren bedeuten für sie Sicherheit und Geborgenheit. Und sie heißen zudem, dass die vier Wände ihr Territorium sind. Und in diesem möchte sie nicht ständig fremde Menschen um sich haben, die vielleicht auch noch laut und viel zu interessiert an ihr sind. Nein, Katzen möchten am liebsten, dass jeder Tag mit innerem Zen gefüllt ist. Und zwar mit möglichst wenig neuen Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass Freunde, Partner und Familie nicht mehr zu Besuch kommen dürfen. Ist aber andauernd jemand vor Ort, mit dem die Katze nicht kann oder den sie nicht kennt, wird sie ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen wie bei Punkt 1. Dabei muss es nicht einmal so sein, dass die fremde Person irgendetwas falsch macht. Katzen sind in dieser Hinsicht einfach ein wenig speziell. Bei manchen Rassekatzen, wie etwa der Russisch-Blau, ist übrigens die Ablehnung von fremden Menschen ganz besonders stark ausgeprägt. Nummer 3. Neue Partner. Es ist zum Glück jedem Menschen selbst überlassen, wie häufig und mit wem er eine neue Beziehung eingeht. Aber sieht das auch deine Mieze so? Fakt ist, dass Katzen zu Menschen eine enge Bindung aufbauen und sich teilweise sehr schnell an diese gewöhnen und sie in ihr Herz schließen. An erster Stelle stehst sehr wahrscheinlich du. Und geht es nach deiner Katze, ist es selbstverständlich auch umgekehrt so. Trotzdem können Katzen sich durchaus daran gewöhnen, dass ein anderer Mensch fortan Teile deiner Aufmerksamkeit einfordert und sie nicht mehr alleiniger Mittelpunkt ist. Aber frisch verliebte Paare? Das geht nun wirklich zu weit. Die haben nur noch Augen füreinander und verbringen den ganzen Tag zusammen. Da kann Mieze schon mal zu kurz kommen. Das ist nur noch zu toppen dadurch, wenn der Zweibeiner seine neue Errungenschaft genau dann vor die Tür setzt, wenn sich Katze gerade an die neue Situation gewöhnt hat. Denn eigentlich war der neue Mensch ja ganz nett. Anstattdessen zieht jetzt schon wieder jemand Fremdes ein und fordert die Aufmerksamkeit des Lieblingsmenschen. So geht's natürlich nicht. Nummer 4. Ständig unterwegs. Katzen sind keine Einzelgänger und wir sind nicht nur Dosenöffner. Auch wenn es witzig ist, das von uns zu behaupten, so ist es doch nur ein Vorurteil. Katzen sind Gemeinschaftstiere, auch wenn sie sehr selbstständig auftreten und einen Großteil des Tages alleine in einer ruhigen Ecke schlafen. Deine Katze wird jeden Morgen ein kleines bisschen traurig sein, wenn du zur Arbeit fährst. Und sich umso mehr jeden Abend freuen, wenn du wohlbehalten wieder nach Hause kommst. Was aber, wenn du nun ständig unterwegs bist? Kaum von der Arbeit zurück geht es nochmal mit Freunden in eine Bar und das aus Sicht deiner Katze die ganze Woche lang. Wir können dir an dieser Stelle verraten, dass deine Katze das wahrscheinlich nicht lange reaktionslos mit sich machen lassen wird. Andauernd alleine zu sein, auch wenn eine zweite Katze im Haushalt lebt, ist für deine Samtpfote ein No-Go, das keinesfalls toleriert wird. Um Wiederholungen zu vermeiden, kannst du auch hier die bereits genannten Verhaltensauffälligkeiten als feline Reaktion anwenden. Übrigens sind auch längere berufliche Aufenthalte außer Haus etwas, das für Katzen nicht erfreulich ist. Zwar wissen sie nicht, wo der Mensch sich gerade aufhält, sie wissen aber natürlich, dass er nicht bei ihnen ist. Nummer 5. Nomadenleben. Du ziehst andauernd zusammen mit deiner Katze durch die Weltgeschichte? Das mag für dich ein netter Lebensstil sein, schließlich lernst du so die Welt kennen.
Deine Katze wird aber in den seltensten Fällen ein großer Freund des Van-Lebens sein, so sie es denn nicht vom Kittenalter an kennengelernt hat und selber ein kleiner Streuner ist, dem es wichtiger ist, an deiner Seite zu sein, als in einem festen Zuhause. Tatsache ist aber, dass keine fixe Basis, in der die Katze feste Verstecke und Rückzugsorte hat, für die meisten Samtpfoten absoluter Stress sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass hier Verhaltensveränderungen auftreten, die sogar zu gesundheitlichen Beschwerden führen können. Auch ein Auftreten von Aggression oder Furcht ist keine Seltenheit. Nummer 6. Gewalt. Brutalität beginnt bereits mit dem Anschreien. Das ist Gewalt in verbaler Form, die weder angebracht noch akzeptabel ist, geschweige denn auch nur in irgendeiner Weise den von dir gewünschten Effekt haben wird. Um noch eine Schippe draufzulegen, leider gibt es genug Menschen, die denken, ihre Katzen würden sich durch einen Klaps auf den Hintern oder gar Schläge disziplinieren lassen. Die Katze wird sich, sofern es irgendwie geht, wehren. Und zwar mit allem, was sie hat, also Klauen und Zähne. Richtig so. Und wir hoffen, dass sie hier noch die Chance hat, das Weite zu suchen und vielleicht ein liebevolleres Zuhause findet. Nummer 7. Vernachlässigung. Katzen möchten und brauchen Aufmerksamkeit. Du weißt nun bereits, dass es deiner Katze nicht schmecken wird, wenn du ständig außer Haus bist. Ebenso wenig wird sie es tolerieren, wenn du ihr nicht die geforderte Aufmerksamkeit schenkst, wenn du zu Hause bist. Natürlich hast du oftmals andere Dinge zu tun und einfach keine Zeit, der kleinen Fellnase jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Das ist auch nicht das Drama für deine Mieze. Anders sieht es aus, wenn du sie einfach stumpf links liegen lässt, weil du einfach gerade keine Lust darauf hast, dich um sie zu kümmern. Rückzug, Aggression, Verzweiflung, Stress und Angst. Alles Emotionen und Reaktionen, die deine Katze zeigen wird, während sie ihren Auszug aus deinen vier Wänden plant, um sich ein besseres und liebevolleres Zuhause zu suchen. Kann sie das dann nicht, weil sie eine reine Wohnungskatze ist, kann sie vollständig ihren Lebenswillen verlieren und nur noch teilnahmslos in der Ecke herumliegen. Aber das wird wohl bei Knuddel die Katz-Zuschauern sicher nicht der Fall sein. Nummer 8. Keine Gesundheitsfürsorge. Keine Katze mag den Besuch beim Tierarzt. Das ist ein Fakt. Allerdings können wir diese Befindlichkeit nicht weiter berücksichtigen, wenn entweder die Routineuntersuchung, spätestens aber ein Notfall diesen Besuch notwendig machen. Egal wie sehr deine Katze zu meckern scheint, instinktiv und spätestens im Nachgang weiß sie, dass du nur ihr Bestes willst und ihr hilfst oder helfen lassen möchtest. Ebenso instinktiv wird sie wissen, wenn dir ihr Wohlbefinden egal ist. Ihr geht es nicht gut und du scheinst keinerlei Interesse zu zeigen? Das wird abgespeichert und definitiv nicht vergessen. Auch wenn sie den Tierarzt nicht mag. Deine Katze merkt sofort, wenn die Aufmerksamkeit, die du ihr gibst, ihrem Unwohlsein geschuldet ist und du versuchst, sie zu unterstützen. Deshalb ist es auch wichtig, häufiger mal auf die kleinen Anzeichen zu achten, wenn es um die Gesundheit unserer Katzen geht. Es gibt nämlich 13 Signale, dass der Körper deiner Katze um Hilfe schreit. Klick jetzt auf das Bild, um dir unser Video zu diesem wichtigen Thema anzusehen.